Es ist schön, Gucci zu tragen, richtig? Aber noch schöner ist es, wenn Gucci zu dir nach Hause kommt und auf dich die Klamotten näht, richtig? Es ist schön, den neuesten C63 zu haben, richtig? Aber noch schöner ist, wenn C63 den Wagen mit dir bewirbt, richtig? Das ist eine andere Stufe, ne? Und so war Mousab ibn Umair. Die reichsten Händler und Stoffhändler und Goldhändler haben sich mit Mousab ibn Umair, sie haben ihn als Werbeplakat genutzt. So reich, so bekannt, so beliebt war er. Ein reicher Sahabi, jung, jugendlich, wir reden nicht von den Alten, jugendlicher, so wie wir hier sitzen. Sehr, sehr reich. Es ist schön, wenn Frauen dich mögen und nach dir gucken, richtig? Aber es ist anders, wenn Frauen umkippen, wenn sie dich sehen, oder? So war das bei Mousab ibn Umair. Wenn er kam, oh mein Gott, der ist Mousab. Was hat dieser Mann gemacht? Er hatte die Dunya zu seinen Füßen, aber er hat von dem Islam gehört. So ging er nachts immer heimlich zu Dar al-Arkam, wo sie sich damals heimlich getroffen haben. Er hat über den Islam gehört, hat über Jannah gehört und hat über Allah gehört und hat über die Belohnung gehört und hat über die Aufopferung gehört und das, was Allah gibt und nimmt. Er sagte, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das ist mein Weg. Als die Mutter das erfahren hat, was ist passiert? Was sagte sie zu ihm? Entweder du verlässt diese Religion oder du gehörst nicht mehr zur Familie und der Reichtum ist abgeschnitten für dich. Was hat Mousab ibn Umair gemacht? Hat er nachgedacht? Hat er überlegt, ja, ist aber schon schön, so ein C63. Ich kann ja auch Koran hören im C63. Die Dunya für dich, der Dien für mich. Viel Zeit ist verstrichen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihn nach Medina geschickt. Guck mal, Medina, wie wir Medina kennen, haben wir viel Mousab ibn Umair zu bedanken. Hat viel Da'wah da gemacht. Hat viel die Menschen gerufen, hat viel beigebracht. Am Ende, in der Schlacht von Uhud, ist er gefallen. Und dann gab es ein Problem. Pass auf, dann gab es ein Problem. Sie gingen, ja Rasulullah, komm mal bitte her, sinngemäß. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Mousab ibn Umair da liegen sehen. Und sie sagten, ja Rasulullah, wir haben ein Problem. Sein Leichentuch ist so kurz, was er mit sich hatte. Die Kleidung, die er hatte, ist zu kurz, ist zu klein. Wenn wir seinen Kopf bedecken, sind seine Füße frei. Seine Janaza kann man seine Füße sehen. Und wenn wir seine Kleidung zu den Füßen ziehen, sieht man seinen Kopf, ja Rasulullah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angefangen zu weinen und sagte sinngemäß, ja Mousab, von so, einst warst du so reich, jetzt hast du nicht mal ein Leichentuch für deinen Kopf, ja Mousab. Dann hat er befohlen, seinen Kopf zu bedecken und die Füße mit Stroh und wurde beerdigt. Das ist Aufopferung, das ist Stolz für den Dien. Die Dunya war für sie, sie haben sie gesehen, sie haben versucht, nach ihr zu trachten. Viele haben sie erreicht, manche waren noch auf dem Weg zu erreichen, aber als der Islam kam, haben sie verstanden, das ist nicht mein Weg und das ist nicht, wo ich mich wohlfühle. Und ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, jeder, der hier sitzt, egal ob er die Dunya erreicht hat oder sie erreichen möchte, jeder Einzelne muss sagen, am Ende des Tages, wenn er im Bett liegt, ich habe keinen Bock mehr. Die, die sich bemühen, sind müde davon. Und die, die sie erreicht haben, haben die Nase voll davon. Vergiftet habe ich meinen Körper und meine Seele mit dieser Dunya.